müssen Sie wirklich ausgerechnet jetzt zum Friseur gehen? Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, die Oper, die wir heute spielen, heißt Der Barbier von Sevilla und ist von Rossini. Sevilla? Fein. Das gibt wieder Dienstleistung. Das ist von Rossini? Schon, aber die Choristen können nicht spielen. Warum tun sie es dann? Weil sie gleich den Grafen Almaviva bei einem Ständchen begleiten sollen. Ah, da kommt er schon. Fiorilla, ist alles bereit? Fehlt ihm was? Ach, ich habe vergessen, Sie zu warnen. Er ist ein Koloratur-Tenor. Ah, schweigen schon sich die Holde erscheinen. Der hat geglaubt, er ist beim Bogenschießen. Psst, Almaviva singt. Piano. Das heißt leise. Und dann gibt er dem Chor die Gage. Und dann singt der Chor. Danke, danke, euer Gnade, für die Ehre, für die Spende. Küssen dankend wir die Hände, Jesu Diensten ohne Ende. Was hat er vorhin gemeint mit Piano? Bin ich Rossini? Sind die Herren bald fertig? La 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 la. Wer ist der freche Lümmel? Das ist Figaro. Der Metzger? Der Barbier. Blut ist Blut. Was hat er zu singen? Ich bin der Vertonung der schönen Welt, ja, ich. La 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 la. Ja. Habe die schönste Bestimmung der Welt, die er weht. La 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 la. Wann tritt er endlich seinen Dienst an? Heute gar nicht mehr. Wieso? Figaro, bin dort. Ey, Figaro. Bin da, Figaro dort, Figaro da, Figaro hier, Figaro da, Figaro rechts, Figaro links, Figaro hüben, Figaro drüben, Figaro oben, Figaro unten, Figaro vorne. Figaro! Kommen! Yep. Nein, hinten! Nein, da! Dort! Wo? Figaro, 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 Figaro! Scheint sich doch um einen größeren Frisiersalon zu handeln. Würden Sie bitte die Güte haben, dem Herrn beizubringen, dass ein Barbier von Sevilla noch andere Aufgaben hat, als nur zu singen? Was muckt der hier auf? Psst. In unserem Theater haben die Sänger Mitspracherecht. Um Gott. Was kann schon herauskommen, wenn Sänger sprechen? Almaviva liebt Rosina von weitem. Und Rosina liebt Almaviva. Lindor. Sie liebt Lindor. Eine Flatterrosine also. Nein. Der Graf Almaviva gibt sich ihr, der Bürgerlichen, gegenüber als Lindoro aus, als Student. O alte Burschenherrlichkeit. Halt ein, diese Oper ist nicht von Wagner. Hätte ihm aber gut getan. Und Sie reden nicht, singen Sie lieber. Io sono non drano. Was? Ich bin nicht dran. Rosina. Wird auch Zeit, dass ihr antanzt. Frag ich mein beklommenes Herz, wer so süß es hat gewiegt. Frag ich mein beklommenes Herz, wer du siehst. Frag ich mein Frag ich mein Beklommen. Ich verstehe das nicht. Warum hindert er die Kollegin dauernd am Singen? Wer ist er überhaupt? Ihr kennt mich nicht. Ihr sollt mich kennenlernen. Einen Doktor meinesgleichen denkt man nicht durch solche Lügen. Und was gibt ihm das Recht? Geh ich künftig aus dem Hause, werde ich ja schon klüger machen. Geh ich künftig aus dem Hause, werde ich ja schon klüger machen. Von Spionen und von Wachen soll sie ganz umgeben sein. Ich habe kein Wort verstanden. Er meint, sein Mündel Rosina wird ihm nicht ein hergelaufener Student wegnehmen. Außerdem spitzt er selbst auf sie. Der Alte? Peinlich. Er wegen der Mitgift. 20.000 Dukaten. Heute kommen neue Truppen. 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 Oh,
Was plappern die beiden da? Das ist ein Rezitativ. Jetzt hätten wir die Form. Aber wes bitte, wes ist der Inhalt? Figaro gibt Alma Viva den Rat, mit Hilfe militärischer Einquartierung in Bartolos Haus zu geraten. Das? Die Waffe, die Waffe, lasst uns hinein. Wer hat sie gerufen? Rossini. Uno momento. Momento, wir singen Deutsch. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Im Kreuzworträtsel heißt ein Moment immer Nu. Zwei Buchstaben. Nu. Klingt blöd. Was ist das? Ein Papier, auf dem sich Graf Alma Viva zu erkennen gibt. 250 Gramm Griebenschmalz, 6 Eier, 2 Pfund Kartoffeln und ein Gruß vom Requisiteur. Ach, Sie sind das? Dann natürlich nicht. Es wird immer verworrener. Und was geschieht jetzt? Jetzt tritt ein Neuer auf. Ich bitte Sie, wozu? Sonst geht die Handlung doch nicht weiter. Viel Personen für seine alberne Liebesgeschichte. Und wer ist der Handlungstreiber? Na, der Musiklehrer Don Basilio. Graf Alma Viva ist in der Stadt. Der heimliche Liebhaber von Rosina. Graf Alma Viva. Da. Oh, ja. Vortrefflich. Aber wird man uns glauben? Wenn man jemand schlecht machen will, glaubt's jeder. Was quatschen die beiden? Rezitativ. Aber gleich kommt eine Arie. Die Verleumdung. 3, 4, 1. Sie ist ein Lüftchen, kaum vernehmbar. 3. Danke, das genügt. Wieso darf ich nicht weiter singen? Den Rest kennt das Publikum von Schallplatten viel besser. Addio. Addio. Ihr seid krank, Don Basilio. Ich sei krank. In diesem Zustand. In welchem Zustand? Wollt ihr nach Hause gehen? Ich will jetzt. Aber nicht, das ja. Dreh was? Ja. Schon wieder? Rezitativ. Davon hat die Oper aber viel. Figaro überredet Basilio, nach Hause zu gehen. Warum? Der soll singen. Addio. Ich halte das nicht mehr aus. Da kommt er ja schon wieder. Aber nein. Jetzt Alma Viva. Ein neuer Anlauf seiner Liebe. Rosina! Alma Viva! Ach, da bist du! Ja, ich will dich sehen! Ich will dich sehen! Ich will dich sehen! Können Sie mir das bitte ausdeutschen? Geht nicht, das ist italienische Opernbrisanz. Belgacco. Also, Rosina beschwört Bartolo. Bartolo beschimpft Figaro. Alma Viva besticht Basilio. Ich glaube, das wär's. Na gut, aber wozu das Ganze? Amore. Auch schon was. Sagen Sie das nicht, alle sind glücklich. Und warum? Einmal eine Oper, in der niemand gestorben ist. Ha, da ist einer umgefallen. Ach, das ist der Herr Kammersänger. Der ist wieder mal voll. Aber warten Sie nur, bis Figaros Hochzeit ist er wieder nüchtern. Wow!